Dann war eben noch das Gespräch mit den Mächtigen, dass wir uns halt von den Mächtigen so in die Schranken weisen lassen. Und was man halt mit denen machen könnte, ich glaube halt, die Leute, die uns hier so ausbeuten, die brauchen eine Therapie, weil sie sind krank. Das, was hier los ist, das ist, weil manche Leute krank sind einfach nur. Das ist halt, die Gier sehe ich als Krankheit. Und wenn man nicht genug bekommt und dafür so viele Menschen unterdrücken muss, dann ist man unglaublich krank und man braucht in meinen Augen nur noch eine Therapie. Da haben wir noch was erzählt. Ich muss noch was Witziges erzählen. Und zwar war letztens mein Cousins da, also die wohnen in der Nähe von Stuttgart. Ja, und die sind nur einmal im Jahr da, haben wir mal, also einmal so Spieleabend gemacht, haben wir Monopoly gespielt. Und wisst ihr eigentlich, warum Monopoly erfunden ist? Ja, es ist langweilig, weil die Arbeitslosen sonst nichts zu tun gehabt haben. Nee, Monopoly hat man tatsächlich erfunden, um unser System zu simulieren. Also unser System ist Monopoly. Ja. Und ja, da habe ich auch gemerkt, was Macht und Geld aus Menschen macht. Also ja, also es war wirklich so, dann ist am Schluss immer jemand, der will dann alle Hotels haben und alle Straße und ich hab die Schlossallee und übelst geil und ich kann euch jetzt alle ausbeuten. Und im Prinzip ist es so, was das System aus den Leuten macht. Und ja, dann war es das so. Da hat der eine, hat dann, ich glaube, 320 von den Geldscheinen dort bekommen, normal bekommen solle. Und der eine hat dann nur 300 und da wollte man auch dann nicht runtergehen und so. Also das ist wirklich irgendwie so die Gier, die auch in jedem Mensch drin ist. Und je mehr man danach hat, ist es klar, sind einige Leute immun, aber ja, das Geld macht die Leute kaputt, wenn die Menschen zu viel haben. Es ist einfach so. Und deswegen braucht man ein System, was die Gier halt irgendwie so abfedert. Also ich denke, den Menschen kann man so an sich nicht ändern. Nur man braucht halt System, wo das halt irgendwie mit einkalkuliert ist. Also dass man das anerkennt, dass die Menschen auch so sind und das ja, da halt das Beste draus macht. Also statt Monopoly halt irgendwas anderes. Also nicht mehr was losgeht und nicht mal 2.000 Euro einkassieren, aber. Ne? Ich wollte dir noch fragen zu Mols. Ja, mal noch ein kleiner Redebeitrag. Ich wollte dir noch was fragen zu Mols. Ja, ich wollte nur kurz mal dran anknüpfen, was der Benny eben gesagt hat. Und zwar zuvor wolltest du den auch alle vor den Nürnberger Prozess ziehen, also 2.0, wie du es genannt hast. Und jetzt das Beispiel mit dem Monopoly ist ein sehr gutes Beispiel. Und zwar damit fängst du dann auch an zu verstehen, wie die Leute dann ticken und warum sie so ticken. Das hast du ja bei dem Monopoly-Spiel selber erlebt. Also man sollte vielleicht im Ganzen ein bisschen mehr Verständnis zeigen und dass viele eigentlich gar nichts dafür können, dass sie ein bisschen gaga werden. Und statt die zu verurteilen, einfach Alternativen zeigen und Alternativen leben. Und die werden, entweder kommen sie irgendwann auch drauf oder ja, sie bleiben auf der Strecke. Aber jetzt mit Prozessen und Hinrichten und oder keine Ahnung, in den Knast stecken, ich glaube, das, ja, das ist ein Rattenschwanz. Das wird nichts verändern. Das war's schon. Der Nächste, bitte. Ja, und dann hätte ich noch so einen Punkt anzusprechen. Ich gucke ja die letzte Zeit weniger Fernsehen, also weniger bis gar nicht. Benutze auch den Computer, weniger bis gar nicht. Hab dort auch die letzte Zeit weniger mitbekommen. Dann habe ich gestern bei der Freundin, haben wir mal kurz den Nachrichtensender angeschmissen und da war direkt eine alarmierende Nachricht für mich. Und zwar hieß wieder, russische Separatisten überschreiten die Grenze zur Ukraine und Deutschland wird aufgerufen, sich mitzubeteiligen, mit zu militarisieren in der Ukraine. Also da müssen wir eigentlich wirklich mal langsam wach werden, weil jetzt steht die Scheiße genau vor unserer Haustür. Genau. So, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn das passiert, ich glaube, dann gibt es ein Riesenloch in der Kasse der BRD GmbH, weil dann nämlich eine Menge Leute aufhören werden zu funktionieren.
Wer hat denn schon überhaupt schon aufgehört zu funktionieren von euch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich will es versuchen! Was bedeutet das bei euch? Aufhören zu funktionieren. Was bedeutet das bei dir? Selbstständig zu denken. Selbstständig zu denken. Ich habe immer schon gemacht, was ich gewollt habe. Immer schon gemacht, ja, das habe ich auch. Ja, wenn es gut war, was gut war, aber warum ich mache meine Erfahrungen selber. Ja. Wenn es gut war, das schlecht. Wenn mir einer was sagt, kann ich was überlegen, aber ob ich das umsetze, ist meiner. Klar. Einfach. Also ich habe in dem Moment aufgehört zu funktionieren, wo ich aufgehört habe, Steuern zu bezahlen und zu arbeiten. Und ich glaube auch, solange wir mal nämlich das machen, können wir uns hier ja, kaputt schreien. Wir können so laut schreien, wie wir wollen. Solange wie wir funktionieren und das Geld fließt, werden wir hier ausgelacht werden, das kann ich euch sagen. Solange wir Facebook benutzen und jeder überhaupt sowieso schon weiß, was wir vorhaben, ja, läuft das alles nicht. Und ich bin dafür, dass wir alle komplett aufhören zu funktionieren, sobald die Bundeswehr den nächsten Auslandseinsatz antritt. Denn wenn es so weit kommt, ja, dann können wir uns hier warm anziehen. Und ich hoffe, dass die meisten Leute jetzt langsam wach werden, weil es ist kurz davor. Und ich hoffe auch, dass mein Bruder jetzt langsam wach wird. Wo ist der da? Der Soldat. Ja, das ist scheiße. Naja. Finde ich auch. Ja. Aber er kann halt aufhören zu funktionieren. Es ist halt für ihn schwieriger aufhören zu funktionieren, weil man halt auch innerhalb der Bundeswehr Gehirn gewaschen wird. Man bekommt selbst überhaupt keine Information. Ich frage ihn auch oft, was ist denn da los? Ukraine, kannst du mir nicht irgendwas sagen? Er weiß nichts. Aber ich verstehe auch nicht, wie er sich damit abfinden kann, dass er seinen Kopf dafür hinhält, ohne zu wissen, für was überhaupt. Das ist sein Sold. So, und jetzt liegt es eigentlich an jedem Einzelnen, dass er sich jetzt mal langsam informiert, wenn er nicht will, dass hier irgendwann Krieg ist. Weil wir sind hier nicht sicher. Wenn man sich mal kurz den Erdball, den Globus ansieht und überall mal Kreuze hinmacht, wo Kriege sind, dann merkt man ganz schnell, scheiße, wir sind hier voll in der Mitte von der Kacke.